Die Einkaufsstraßen Londons füllten sich gestern ein letztes Mal. Der Südosten Englands ist nun zurück im strengen Lockdown. Die Geschäfte sind dicht, die Menschen sollen zu Hause bleiben, dürfen die Region nicht verlassen. Auch für Weihnachten gibt es dort nun doch strengere Regeln. Gefeiert werden darf nur noch mit dem eigenen Haushalt. Wenn das Virus seine Angriffsmethode ändert, müssen wir unsere Verteidigungsmethode ändern. Was Premier Johnson meint, in Großbritannien wurde eine Mutation des Coronavirus nachgewiesen. Sie ist offenbar noch ansteckender und trifft vor allem junge Menschen. Auch in Südafrika ist die Mutation schon aufgetaucht, sorgt offenbar dafür, dass die zweite Welle mit noch größerer Wucht anrollt. Es gibt keinen Nachweis, dass sie einen schwereren Krankheitsverlauf oder eine höhere Todesrate verursacht. Aber sie wird schneller weitergegeben. Sie könnte bis zu 70% übertragbarer sein als die alte Variante. Das erste Land zieht deswegen Konsequenzen. Flieger aus Großbritannien dürfen nicht mehr Richtung Niederlande. Auch für Deutschland sei das eine ernsthafte Option, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Die WHO ist alarmiert und auch der britische Gesundheitsminister macht den Ernst der Lage deutlich. Die neue Virusvariante ist außer Kontrolle und wir müssen sie wieder unter Kontrolle bringen. Es ist wichtig, dass sich jeder so verhält, als hätte er möglicherweise das Virus. Trotzdem gab es gestern in London Proteste, doch viele haben auch Verständnis für die nun verhängten Maßnahmen. Es ist notwendig, die Fallzahlen gehen durch die Decke. Ich bin irgendwie verärgert, aber was sollen wir machen? Wir müssen jetzt das Beste hoffen und uns an die Regeln halten. Es ist nicht gut für die Geschäfte, es sind keine guten Nachrichten für die Menschen, aber wir können es wohl nicht vermeiden. Der Rückschlag kommt kurz nachdem Großbritannien als erstes Land begonnen hatte, den BioNTech-Impfstoff einzusetzen. Aber immerhin, die Wirksamkeit der Impfungen soll nach bisherigem Wissen nicht beeinträchtigt sein.